Im Dennengebirge war heuer sehr, sehr wenig Schneefall. Und wenn solche Verhältnisse herrschen, da bietet sich die Tour auf die Wermutschneid geradezu an. Ich habe es eh schon mal mitgefilmt, aber mir taugt die Tour einfach ganz gewaltig. Deshalb habe ich nochmal die Kamera mitgenommen. Es kommen da mehrere Komponenten zusammen. Man muss alpinistisch ein bisschen was drauf haben. Skifahrerisch ist auch nicht ganz so einfach. Und wenn man Gleitschirmfliegen auch noch tut, dann ist die Mischung perfekt. In einem Normaljahr geht man da im Februar nicht über Sapani auf. Es war auch gar nicht schlechter als wir sonst oft, wo man durch die Rinder, wenn da der Schnee drinnen ist, noch viel, viel mehr aufpassen muss. Da sind wir jetzt gerade in einem Bereich, wo man nicht unbedingt ausrutschen sollte. Unter der Latschne geht es so 100 Meter ziemlich steil oben. Es ist nicht gar so gesund, wenn man da hochkult. Wenn wir dann wieder auf den Schnee rausgekommen sind, war es so hart, dass wir die nächsten 300 Höhenmeter so aufgestapft sind. Und die Stimmung beim Sonnenaufgang entschädigt für das frühere Aufstehen. Nachdem wir den Stauerngürtel passiert gehabt haben, haben wir dann die Ski angezogen und sind gemütlich weitergegangen. Arscheisen sind bei der Tour ganz dringend zu empfehlen. Auf Höhe der Werfenhütten kommt dann mal ein Imsplatz ein, was sich ganz hervorragend für eine kurze Pause eignet. Da oben bei den Felsen ist nochmal ein Bereich, der da eine ziemliche Konzentration erfordert. Durch das, dass man ja früh genug an sein muss, ist es da meist hart und ein bisschen eisig. Und oben rutschen sollte man da auch nicht unbedingt. Somit heißt es da sauber und konzentriert gehen. Was in Chris, aber auch mir immer wieder auffällt, viele Skitourengeher machen sie beim Spuren das Leben selber schwer. Wenn sie so steil ist wie die Querung da jetzt, dann muss ich die Spur ganz flach anlegen. Die Fälle haben ja durch die Steilheit nicht viel Auflageflächen. Und wenn ich eine steile Spur anlege, muss ich durch das viel, viel mehr mit den Händen halten, damit ich nicht zurückrutsche. Das ist nicht nur anstrengend, sondern birgt auch ein gewisses Risiko in sich. Wenn man dann den steilen Bereich hinter sich lassen hat, kommt man in eine Postkartengegend. Im Hintergrund der Hochthron und das ist fast ein bisschen unwirklich schön. Sogar die einmal. Nein, ich schaue gleich so alt aus, 56 Bergeil. Nein, ich sag, bei mir schreit er bald. Bergeil. Ein paar Jahre. Wir sind schon vier Leute, wir sind über 200 Jahre sind unterwegs, weißt du? 200 Jahre Erfahrung. 200 Jahre Irrsinn. Hey, ja. Wenn man mal bei den Edelweißer hinten ist, hat man die erste Etappe geschafft. Am Gipfel hat man da meist nicht so viel Zeit, da man ja drüben bei der Wermutschneid nicht spät sein sollte, wenn man fahren will. Darum heißt es da, Felle aber, Ski angeschnallt und geschaut, dass man weiterkommt. Thank you.
glaube, wir sind da schon wieder falsch. In der Senken heißt es wieder auffällen und die letzten 100 Höhenmeter in Angriff nehmen. Im Hintergrund sieht man den Hang, wo wir gerade runtergefahren sind. Meist hast du aber so richtig eine gute Tiefschnappfahrt. Das müssen wir mal probieren. Ja, ja, ich denke, ich fahre gleich da so schief rein. Da sollte man sich jetzt vor der Kameraoptik nicht täuschen lassen. Das schaut da so flach aus. Aber in dem Bereich hat es deutlich über 45 Grad. Im Laufe der Abfahrt wird es zwar immer flacher. Es haben aber immer wieder Steine rausgeschaut, die man sehr spät gesehen hat. Und wenn es dauernd erwischt, dass der nachher aufsteht, dann hat der Hang da so eine Steilheit, dass du gute Chancen hast, dass der mal ein Stück Kabel rutscht. Und gerade mit der Felsen dazwischen drinnen, cool, gell? Kann das auch wieder blöd ausgehen. Wir waren da in dem Bereich früher genug an, aber das ist sowieso immer bei den Fernabfahrten. Oben ist hart und unten reißt sich schon aus der Skischuhe raus. Das geht gut. Ey, Pinkberg.
Am Startplatz angelangt, haben wir einen leichten Rückenwind gehabt. Was wollt's? Ich spüre ihn deutlich. Aber es ist nicht schier mit Rücken. Also, jetzt, wenn du es machst, schaut es aber und wir probieren es dann einfach noch. Ja, ist ja scheißegal. Probier mal. Wie ist weiter? Ja, oder? Die Mampfe wird so ein bisschen Spaß haben. Ist zwar, braucht Spaß. Sonst der Mampfe hier ist und. So der Mampfe als erst, oder? Okay, passt. Ja. Ja, das passt schon. Weißt du hier, es geht noch? Hey Chris! Wie man ja gesehen hat, sind wir da gerade übers Tal rausgeflogen. Nachfolgend hat es eine kleine Diskussion mit der Bärin gegeben. Was ich so mitgekriegt habe, wird es wahrscheinlich auch eine Jägerin sein, die uns da aufmerksam gemacht hat, dass das da eigentlich verboten ist, was wir da tun. Ich schaue normal immer drauf, dass wir mit Jägern ein gutes Verhältnis haben, beziehungsweise dass man das Wild nicht beunruhigt und so keinen Schaden anrichtet. Aber in dem Fall kann ich die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Wir haben ganz offen überhaupt kein einziges Stück Wild gesehen. Und wenn da schon Wild unterwegs ist, gerade in der Gegend, sind die Bauergleiter hundertprozentig gewohnt. Zumal wir ja gerade übers Tal rausgeflogen sind
und somit mit Sicherheit viel, viel weniger zur Wildbeunruhigung beitragen haben, als wir Skifahrer, die Strecken runterfahren und dann nachher wieder abklettern müssen. Nicht, oder? Mehr will ich zu der ganzen Sache gar nicht sagen. Wir haben uns den schönen Tag nicht vermiesen lassen. Was haben wir denn da jetzt? Gebunkert. Einmal. Einmal Bunker. Zweimal. Dreimal. Viermal. Ja, noch einer. Prost. 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 Hand. Warte, wenn du filmst. Also genau, ja, scheiße. Das läuft um das Bier. Ich schau, was du Bier trinkst. Oder? Prost. Ja, Chris, irgendwie kriegt man durch die Masken, wirst du frei so fesch. Danke. Du hast jetzt zwei Drittel vom Gesicht nicht mehr. Du hast ein richtiges Maskengesicht. Ein richtiger, genau. Ich kann überrissen, dass du verarscht hast.